Lieben Clash of Clans Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das gab es schon lange nicht mehr. Clash of Clans am Start hier. Die Clanspiele haben angefangen und es gibt sehr interessante Belohnungen. Also wie ihr hier sehen könnt, in Kategorie 6 und 7 haben wir das Universalbuch. Und hier haben wir die Rune des Dunklen. Alternativ haben wir hier auch noch Bauarbeitertränke, 2 Stück. Oder hier hätten wir dann zum Beispiel noch 100 Gems. Also wenn man tatsächlich die 75.000 bzw. die 5.000 Punkte schafft und der Clan die 75.000 Punkte, dann kann man sich hier sogar 2 Sachen aussuchen. Also in irgendeiner Kategorie kann man sich 2 Sachen aussuchen. Hier zum Beispiel ist es auch ganz interessant. Man könnte die Mauerringe sich holen und das Dunkle oder zum Beispiel das Gold und die Rune des Elixiers im Dunkeldorf oder Nachtdorf halt. Oder man nimmt sich halt hier die 100 Gems und die Rune des Dunklen. Alles ist möglich, wenn man diese Punkte macht. So, wir werden jetzt mal eine Aufgabe haben. Habe ich schon gelöst? Nee, ich glaube, ich habe sogar schon 2 Aufgaben gelöst. Die erste Aufgabe war... Ach komm, wir machen einfach mal das hier mit der Queen. 300 Punkte. Eine Queen im Wert von Level 50 töten. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich mit den Pokis nach unten gehe für die Clan-Spiele, weil sonst dauert nämlich auch die Suche zu lange. Das heißt also, ich werde jetzt hier noch versuchen, die 2 Sterne zu holen in dem ersten Kampf und dann geht es abwärts mit den Pokalen. Gut, okay, dann wollen wir mal starten. Ja, das ist nämlich genau der Grund, warum ich bei diesen Pokis nicht stehen bleiben möchte. Ihr seht das hier, diese Suche. In den Clan-Spielen ist es immer extrem. Also die Leute, die die Legendenliga von früher kennen, für die ist das nichts Außergewöhnliches, die Wolken. Aber ich glaube, ich werde mal pausieren an der Stelle hier und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der erste Gegner war doch ganz okay. Also ich musste jetzt auch nur noch 10 Sekunden warten. Jetzt gucke ich mal gerade, da ist der Adler. Wo sind die Feger? Bin ich blind? Ich sehe keine Feger. Sind die nicht immer so ein bisschen rot? Ah, hier ist ein Feger. Und da ist ein Feger. Beide Feger nach unten. Okay, dann werden wir das mal so machen. Die Queen ist Level 50. Wunderbar, das passt. Aha, shit, jetzt habe ich doch tatsächlich... Tatsächlich vergessen hier. Thank you.
Okay, ich habe alle Truppen gesetzt. War nicht so ganz so toll, der Angriff. Ganz schlecht war natürlich der Blitz hier. Ich habe versucht, gleichzeitig die Luftabwehr zu blitzen und hier den Bogie-Turm, der hier auf niedrige Reichweite stand. Und das ging in die Hose. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das wäre hier wesentlich besser gelaufen, wenn ich tatsächlich die Luftabwehr mit weggeblitzt hätte. So, maximalen Liga-Bonus habe ich schon. Jetzt ist sowieso vorbei. Single Inferno und Adler und Drache verträgt sich nicht. Aber trotzdem ganz netter Loot. 1,2 Millionen, 1,8 Millionen, 8500 Dunkles und nochmal den Bonus. Das sind also drei. Naja, nicht drei. 2,6 Millionen. Gold und Elixier plus fast 14.000 Dunkles. Und wir haben das abgeschlossen, was ich gesagt habe. So, ich werde jetzt erstmal hier den Schub aktivieren. Und dann gucken wir uns die nächste Aufgabe an. So, wir werden jetzt hier nochmal eine neue Aufgabe probieren. Und zwar diese hier. 3 Sterne mit Skelettballons. So, werden wir jetzt mal hier einen normalen Angriff fahren. Ich glaube, ich werde über diese Seite gehen. Wow, das wäre ein cooles Dorf, um Mauern zu zerstören. Da wäre das wirklich ein geiles Dorf. So, auf jeden Fall haben wir 2 Sterne schon geholt. Jetzt müssen wir nur noch einen Angriff machen und dann haben wir es mit 1 Stern nur noch. Gucken wir uns an, was der Gegner so macht. Das Rathaus hat er noch nicht geholt. Kriegt das noch? Wahrscheinlich eher nicht. Er hat noch 2 Bombenwerfer. Der erste ist jetzt weg. Und der zweite... Ja, der wird noch eine Weile brauchen. der kann ja hier noch die ganzen Mauern wegmachen. Vielleicht schafft das sogar noch auf 62% zu kommen. Oh ne, da war eine Bombe, die hat ihn platt gemacht. Ähnliche Taktik genommen wie ich. So, 1 Stern müssen wir noch holen und ja, dann haben wir es. So, jetzt mal gucken.
mal gucken, wie weit meine Truppen hier noch kommen. Ja, wir haben die 50%, dann kann ich noch mal versuchen, das, die Meisterhütte zu erledigen. Oh, war das knapp. Hätte ich die Kampfmaschine noch mal zünden können, dann wäre die Meisterhütte auf jeden Fall gefallen. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Dass die Skelette da so lange in einem Gebäude rummachen. Aber wichtig war der Stern und den haben wir geholt und damit die 200 Punkte. Ja, ich denke mal, das war ganz okay. Jetzt haben wir 1000 Punkte. Was haben wir hier Schönes? Gewinne 3 Duelle. Was gibt es denn hier noch Feines? Zerstöre einen König im Wert von 50 Leveln. Das können wir mal machen. Dann machen wir das als Abschluss. 3 Aufgaben. Okay, los geht's. Ein König zerstören. Da ich sowieso nach unten will mit den Pokalen, gucke ich mal, ob ich da relativ ressourcenschonend diesen Angriff machen kann. Ich nehme euch mal raus. Also bis ich einen Gegner gefunden habe, bis gleich. So, ich habe jetzt hier einen Gegner gefunden, wo die Helden, also der König hier relativ weit außen ist. Ich guck mal, ob ich das... Ich werde mal versuchen, nur mit meinen 3 Helden hier zu agieren. So, das hat dann schon gereicht. Ein Zauber eingesetzt und alle 3 Helden. Und wir haben die Aufgabe erledigt. 150 Punkte. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Also, ich sage Tschüss und bis bald. Euer Quantus.